Botswana ist berühmt für seine Nationalparks, in denen viele große Säugetierarten leben. Giraffen, Leoparden, Kaffernbüffel und Löwen sind zahlreich anzutreffen. Dazu kommen Zebras und viele Antilopenarten. Die Elefantenpopulation ist die größte Afrikas. Am Turbefluss und im Okavango-Delta leben Flusspferde und Krokodile. Insgesamt sind 38% der Landesfläche Nationalparks oder Wildreservate. Auf einer Fläche, die so groß ist wie Frankreich, leben nur 2 Millionen Einwohner. Unter den Staaten des südlichen Afrikas hat Botswana den höchsten Entwicklungsindex. Ganz anders Simbabwe. Hier sind Hunger, Arbeitslosigkeit und Korruption weit verbreitet. Das Land liegt auf einem der hintersten Plätze im Entwicklungsindex. Nur die Gegend um die Victoria-Wasserfälle ist wirtschaftlich entwickelt. 27% des Landes sind Nationalparks oder sonstige Schutzgebiete. Unser erster Tag in Simbabwe beginnt mit dem Besuch der Victoria-Fälle. Kololo, übersetzt donnernder Rauch, nennen die Einheimischen den Wasserfall. Der Name verweist auf den Sprühnebel, der in bis zu 300 Meter Höhe aufsteigt und noch in 30 Kilometer Entfernung zu sehen ist. Hier stürzen die Wassermassen des Sambesi auf einer Breite von 1700 Metern in eine quer zum Flusslauf liegende, 100 Meter tiefe und kaum mehr als 50 Meter breite Schlucht mit fast senkrechten Felswänden. Oberhalb der Victoria-Fälle ist der Sambesi ein breiter, träge dahinfließender Fluss mit recht gleichmäßigen Gefälle. Eine Flussfahrt am späten Nachmittag ist wohl die schönste Möglichkeit, die Stimmung am Oberlauf des Flusses zu genießen. Hier finden Flusspferde ideale Lebensbedingungen. Die Reise führt uns von Victoria Falls durch die Sambesi-Region in Namibia. Früher war die Sambesi-Region als Caprivi-Zipfel bekannt. Am späten Nachmittag erreichen wir das Kwando-Camp. Wir verlassen das Kwando-Camp und fahren weiter durch den Caprivi-Zipfel. Schließlich erreichen wir den Mahango-Wildpark. Der Park ist mit einer Größe von 245 Quadratkilometern sehr klein. Trotzdem ist er als Rückzugsgebiet für Wildtiere von großer Bedeutung. Hier kommen fast alle Antilopen des nordöstlichen Namibias vor, zum Beispiel die Rappenantilope. Ähnlich groß und schwer wie die Rappenantilope wird das Kudu. Zu erkennen sind die Tiere an ihren großen, runden Ohren und dem buschigen Schwanz. Männchen sind dunkler gefärbt und tragen ein imposantes Schraubengehörn, das bis zu 1 Meter lang wird. Der östliche Teil des Mahango-Wildparks wird in weiten Bereichen vom Okavango überflutet. In diesem Vogelparadies kommen 2/3 aller Vogelarten Namibias vor, speziell wasserliebende Arten wie die Sporngans. Diese hochbeinige Gans ist über ganz Zentral- und Südafrika verbreitet. Auch der Löffler liebt sumpfiges Gebiet, wo er kleinen Fischen und Amphibien nachstellt. Das Verbreitungsgebiet der Nilgans sind ursprünglich die Savannensümpfe an den Flussläufen Ostafrikas. Nach weiteren 70 Kilometern Fahrt erreichen wir den Ort Etscha 13. Hier erklärt uns der Chef alles Wissenswerte für den Aufenthalt. Man soll sich vor Krokodilen und Nilpferden in Acht nehmen. Und tatsächlich patrouilliert ein Krokodil direkt vor unserem Chalet. Heute steht eine Bootsfahrt auf den Kanälen des Okavango-Deltas auf dem Programm. Auf einer Insel steigen wir in Mokoros um.
auf seinem Weg nach Süden bechert sich der Okavango auf und bildet inmitten der semi-ariden Kalahari eines der größten und tierreichsten Feuchtgebiete Afrikas. Auch wenn es nicht ganz preiswert ist, lohnt sich ein Helikopterflug über das Okavango-Delta in jedem Fall. Nur aus der Vogelperspektive bekommt man eine Ahnung, wie riesig das Delta ist. Viel besser als am Boden sieht man den Kontrast zwischen Grassand, Sumpf und Wasserläufen. Das Okavango-Delta bietet viel Raum für wasserliebende Arten, wie zum Beispiel das Flusspferd. Oder das Nilkrokodil. Heute geht es von der Westseite des Okavango-Deltas zu dessen Ostseite. Unser Ziel, das Beduin-Buschcamp, liegt direkt am Moremi-Nationalpark. Moremi wurde bei seiner Gründung nicht als Nationalpark, sondern als Wildreservat ausgewiesen, sodass die dort lebenden Buschmänner die Gegend nicht verlassen mussten. Vor 200 Jahren lebten geschätzt noch 20 Millionen Savannenelefanten in Afrika. Bei der Zählung von 1980 waren es nur noch 1,3 Millionen. Inzwischen ist der Bestand auf 350.000 gesunken. Hauptursache für den Rückgang ist die Wilderei. In Botswana und Simbabwe, wo bedingungslos gegen die Wilderei vorgegangen wird, hat sich der Bestand stabilisiert, während er in Tansania und Malawi um 8% pro Jahr zurückgeht. Lebensraum des Flusspferds sind Gebiete mit tieferen Seen oder langsam fließenden Flüssen. Obwohl Flusspferde gut an ein Leben im Wasser angepasst sind, sind sie schlechte Schwimmer. Derzeit leben in Afrika noch schätzungsweise 150.000 Flusspferde. Mit einer Schulterhöhe von 90 cm und einem Gewicht von 40 bis 65 kg gehören Impalas zu den mittelgroßen afrikanischen Antilopen. Unverwechselbar sind sie durch den senkrechten schwarzen Streifen am Steiß. Impalas sind die am meisten verbreitete Antilopenart im feuchten Norden Botswanas. Der Raubadler hat am Boden offenbar ein kleines Wirbeltier erlegt. Relativ selten sieht man Giraffen, da diese Tiere normalerweise einzelgängerisch leben. Giraffen beweiden bevorzugt Akazien. Dabei greifen die Tiere einen Zweig mit ihrer bis zu 50 cm langen Zunge, ziehen ihn ins Maul und streifen durch Zurückziehen des Kopfes die Blätter ab. Sicherlich eines der größten Erlebnisse ist es, Löwen ganz aus der Nähe beobachten zu können. Das gelingt nur, wenn sie sich direkt an einer offiziellen Piste aufhalten. Im Gegensatz zu den übrigen, eher einzelgängerischen Großkatzen leben Löwen im Rudel. Ein solches Rudel besteht vor allem aus untereinander verwandten Weibchen und deren Nachkommen, die von einer Koalition aus einigen ausgewachsenen Männchen verteidigt werden. Diese Männchen sind in der Regel miteinander verwandt. Heute heißt es Abschied nehmen vom Beduin-Buschcamp und es geht zurück nach Maun. Unser nächstes Ziel ist die Nata Lodge. Die Nata Lodge hat sich zum Ziel gesetzt, für möglichst viele Vögel gute Lebensbedingungen zu bieten. Entsprechend sind die Bäume voller Vögel, wie hier vom grauen Lärmvogel, der leicht an seinem Federkamm zu erkennen ist. Der Rotschulter-Glanzstar ist in ganz Afrika südlich der Sahara weit verbreitet. Er ernährt sich von Insekten, die er vom Boden aufpickt, und von Früchten, Samen und Nektar. Der südliche Gelbschnabeltoko gehört zu den Nashornvögeln und ist ein häufiger Vogel in Botswana. Er lebt monogam und ist deshalb oft als Pärchen anzutreffen. Seine Nahrung besteht aus Insekten, kleinen Nagetieren und Reptilien. Diesen stellt er mit schnellen Läufen oder flach ausgeführten Sprüngen nach. Aber auch Früchte und Samen verachtet er nicht. Nach einer Rast machen wir uns auf nach Norden, zur Schobe Bush Lodge.
Direkt nach Sonnenaufgang sind wir im Shogo-Nationalpark auf Safarifahrt. Absolut faszinierend ist es, Leoparden in freier Wildbahn anzutreffen. Wir haben Glück und sehen eine Leopardenmutter mit ihren zwei Jungen. Denn Leoparden sind typische Einzelgänger, die in ausgedehnten Streifgebieten unterwegs sind. Die Beziehung zwischen Mensch und Leopard ist meist durch die wirtschaftlichen Interessen des Menschen bestimmt. Der Leopard wird getötet, weil er die Haustiere frisst oder weil der Mensch seinen Pelz für luxuriöse Kleidung haben möchte. Überlebt hat der Leopard vor allem wegen seiner Fähigkeit, auch in dicht besiedelten Gebieten nahezu unentdeckt zu bleiben. Am späten Nachmittag starten wir zu einer Bootsfahrt auf dem Shobe-Fluss. Shobe ist vor allem für seine großen Elefantenherden bekannt. In der Trockenzeit sammeln sich bis zu 30.000 Tiere im Nationalpark. Elefanten sind Vegetarier, die sich von Wurzeln, Gras, Früchten und Rinde ernähren. Da diese Nahrung nicht sonderlich gehaltvoll ist, benötigen sie 200 Kilo davon am Tag. Wohl einer der buntesten Vögel am Wasser ist der Malachit-Eisvogel. Wie der Schreiseeadler bevorzugt auch er Sitzwarten, die allerdings nur einen Meter über der Wasseroberfläche liegen. An den Flussläufen des Okavango, des Kwango und des Shobe ist das Nilkrokodil häufig anzutreffen. Die Zähne des Krokodils wachsen permanent nach. Im Laufe seines Lebens kann es das Tier so auf rund 3000 Zähne bringen. Heute brechen wir zu unserem letzten Ziel auf, der Elephant's Eye Lodge im Wange Nationalpark. Von der Elephant's Eye Lodge fahren wir in den nahegelegenen Wange Nationalpark. Von einem erhöhten Punkt aus hält die 40 cm große Gabelracke Ausschau nach Insekten, Raupen und Spinnen. Sie liebt Baumsavannen, offenes Buschland, kommt aber auch im Kulturland vor. Und auch Elefanten scheinen überall zu sein. Immerhin leben in Simbabwe 80.000 dieser Tiere, davon allein 40.000 in Wange. Als der 15.000 Quadratkilometer große Park vor 60 Jahren gegründet wurde, gab es gerade noch 1.000 dieser Tiere. Inzwischen aber verdrängen die Dickhäuter schwächere Pflanzenfresser wie Gnus, Böcke oder Antilopen. Im Schutz der Dunkelheit hat ein Löwenrudel einen Büffel erbeutet. Beim Fressen kommt die Rangfolge im Rudel zum Tragen. Die Männchen dürfen zuerst fressen. Es folgen die ranghöchsten Weibchen, zuletzt die Jungen. Wildhunde leben in Rudeln mit im Schnitt 10 Tieren. Die Rudel bestehen aus miteinander verwandten männlichen Mitgliedern. Im Gegensatz zu vielen anderen in Gruppen organisierten Raubtiere verlassen die geschlechtsreifen Weibchen das Rudel. Heute heißt es Abschied nehmen von der Elephant's Eye Lodge, von Simbabwe, von Afrika.